Servus zusammen und recht herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Landwirtschaftssimulator 22. Wir spielen Neubartelshagen Big Farm. Und hier sind wir, oder hier begleiten wir unseren Abfahrer von der Kartoffelernte zum ersten Mal zum Bauernmarkt, und zwar mit dem Helfer. So, dann schauen wir mal, ob er das selbstständig hinbekommt, dass er selbstständig das Material abladen kann. Ich habe in der Zwischenzeit auch den zweiten Ernteauftrag für das große Feld Nummer 9 entgegengenommen. Und somit haben wir jetzt zwei Vollernter für die Kartoffelernte und auch zwei Abfahrer. Dann wird der uns nämlich zunächst einmal unterstützen, damit wir möglichst schnell Feld Nummer 1 abgeerntet bekommen. Und dann schauen wir mal, wie wir dann mit dem großen Feld Nummer 9 zurechtkommen. Da gibt es dann auch richtig satte, ich glaube, 65.000. Wobei wir natürlich ein bisschen die Miete für unsere Gerätschaften dann abziehen müssen. So, kommt er hier rum oder bleibt er hängen? Nein, er kommt rum. So, wird er das jetzt sauber hier entladen. Und anschließend dann auch wieder zum Feld zurückfahren. So, in der Zwischenzeit werfen wir mal einen kurzen Blick auf unseren Ernter. Yep, der macht das auch sehr schön, sehr sauber, gar keine Frage. Da vorne haben wir dann noch ein bisschen mehr Vorgewände gefahren. Da müsste er dann jetzt auch ohne Probleme rumkommen. So, was macht er? Er lädt ab. Und jetzt bin ich mal gespannt, ob er wieder auf die Straße kommt. Sollte er das problemlos schaffen, dann denke ich, klappt das wunderbar hier jetzt mit den neuen Fahrwegen, mit der Wegfindung. Und dann können wir natürlich auch mit dem zweiten Helfer arbeiten parallel. Dann haben wir hier richtig Action wieder auf der Map und dann geht was. So, kommt er hier rum? Da habe ich immer ein bisschen Bedenken, wenn es hier um die Ecken geht. Aber mit dem Hänger hier, mit dem Zweiachser, da schafft er das. So, schauen wir mal, ob er noch bis auf die Straße kommt und richtig einbiegt. Den Verkehr habe ich ja zwischenzeitlich ausgeschaltet, weil mit Helfern ist das einfach zu riskant. Weil der nimmt hier keine Rücksicht, der fährt dann natürlich raus. Und da wollen wir dann nicht, dass es zu irgendwelchen Kollisionen oder ähnliches kommt. So, er biegt hier sauber rechts ab. Und wenn ich das richtig gesehen habe, hat er vorne an der Kreuzung auch schon wieder ein Schild mitgenommen. Naja, okay. Das scheint ja zu funktionieren. Okay, so. Er hier grubbert fleißig weiter. Müsste jetzt, glaube ich, so bei 70% oder 75% sein auf unserem Feld. Und hier haben wir das zweite Gespann mit dem Grimme Ventor. So, dann schmeißen wir den mal an. Dann gucken wir mal. Rundum kennleuchten. 3 Stück. Wunderbar, wunderbar. So, dann setzen wir mal zurück. Immer ein bisschen vorsichtig, weil jetzt hier ja ein Zaun ist. Auch neu jetzt vom Mutter installiert, etabliert, damit hier auch wirklich der Shop abgetrennt ist. So, hier kommen wir rum, ja. So. Gut, dann klappen wir mal aus. So, dann schauen wir mal. Okay. Rundumkennleuchten können wir jetzt wieder ausschalten. Und dann werden wir hier ansetzen. Oh, kommen wir da am Baum vorbei? Oh, ja. Gut. Dann werden wir den nämlich hier geradeaus fahren lassen und dann oben am Feldrand schon mal ein Vorgewende fahren, damit es der andere dann etwas leichter hat. So, sehr schön. Ist denn der Abfahrer mittlerweile schon wieder zurück? Dann müsste dann jetzt gleich irgendwo hier links zu sehen sein. So. Ja, wunderbar. Das hat auch funktioniert. Also, sehr schön. Das klappt. Mit ihm hier müssen wir noch ein bisschen rechts rüber. So, in die Spur. Das sollte so jetzt passen. Yep. Sehr gut. Gut, dann bringen wir schon mal den nächsten Abfahrer hier. Die
die nächsten Abfahrer hier an den Start. So, also mit dem Anhänger kann man fast 2 Wagenladungen einladen. Fast. So, dann fahren wir hier durch. Ah ja, irgendeiner hat hier einen vollen Tank. Okay. Ja, dann nehmen wir doch gleich den Abfahrer hier. So. Dann hier rum. So, und der grobe Auftrag ist zu 80% abgeschlossen. Also das heißt, da sind wir auch gleich fertig. So, wunderbar. Und abtanken. Den machen wir mal aus. Sparen wir ein bisschen Lohnkosten. So, okay. Ja, der ist auch wieder nicht bis ganz runter gefahren. Ist ein bisschen komisch, glaube ich, mit dem Feld. Also, nein, der ist überhaupt nicht bis runter gefahren. Das ist aber spannend. Okay, dann werden wir den von Hand fahren. So, das hat der andere nämlich auch schon gemacht vorhin, dass er nicht bis ganz runter gefahren ist. So. Ja, dann müssen wir ihm halt ein bisschen nachhelfen. Da müssen wir halt dann selbst Hand anlegen. Auf die Helfer kann man sich halt nicht immer verlassen. So, dann fahren wir jetzt hier rein. Sehr schön. Ja, unser Projekt Neubartelshagen. Es lässt mich nicht los. Diese Map lässt mich nicht los. Neubartelshagen ist halt einfach irgendwie immer noch eine meiner Lieblingsmaps. Und unser neues Projekt Big Farm. Da werden wir dann mit richtig schön großen Maschinen arbeiten. Immer mit mehreren Erntern, so wie jetzt auch hier. Und dann werden wir gucken, dass wir eben auch möglichst hier mit den Helfern arbeiten. Ist natürlich auf der PlayStation nicht ganz so komfortabel. Da müssen wir uns auf die Giants-Helfer nun mal verlassen. Nicht ganz so schön wie halt jetzt auf dem PC, wo man eben mit Crossplay und Ähnlichem halt arbeiten kann. Aber nichtsdestoweniger, es funktioniert auch. Muss man halt ein bisschen selber machen, gar keine Frage. Aber wenn eben die Abfahrer funktionieren, das hilft ungemein. Und das wird dann richtig stark, wenn man später zum Beispiel so ein großes Maisfeld häckseln und haben dann 3 Abfahrer und im Prinzip fährt man immer mit einem neben dem Häcksler her. Einer wartet und der andere ist bereits unterwegs zum Abladen und das ist dann auch eine starke Sache. Wie gesagt, häckseln mit 3 Abfahrern. Wenn das dann ordentlich platziert ist, das Silo, dann funktioniert das sehr, sehr gut hier auf dieser Map. So, ihn lassen wir jetzt dann auch erstmal alleine fahren. Ich denke, er wird zurechtkommen. Yep. Und dann schauen wir mal mit dem Helfer. Weil wenn der Grimme nämlich unten ist, dann können wir den nämlich bestimmt auch abtanken. Gut, dann warten wir mal. Ah ja, okay. So, dann werden wir hier mal noch wieder ein bisschen Selbsthand anlegen. Ja, jetzt ist hier der Winkel vermutlich viel zu flach, als dass der Helfer dann wirklich dann selbst hier weiterfährt und bleibt dann stehen. Naja gut, wir haben ja schon über 80%. So, wie weit ist er? Bei 79.
Sehr gut. Dann werden wir den jetzt hier manuell in die Spur bringen. Aber dazu eben vorne wenden. Aber eigentlich könnten wir den auch schon abtanken. So. Okay. Ja, 56%. Das heißt also, man kriegt keine zwei Wagenladungen rein. Aber das passt schon. Weil dann können wir den hier auch gleich mal programmieren und auf die Reise schicken, wenn er voll ist, und dann mit dem Grimme wieder weitermachen. So. Dann bringen wir den mal da drüben in die Richtung, weil ich gehe mal immer davon aus, dass er sich möglichst den Feldrand sucht, den nächsten. Und dann sollte er hoffentlich da drüben fahren können. Okay, wir müssen auch hier zum Hof laden. So, zack, liefern. Quatsch, zum Bauernmarkt. Und den schicken wir dann auf dem Rückweg. Na, ups, nee, das war jetzt gar nichts. Liefern. So, zum Bauernmarkt. Dann hier. Und zwar soll er am besten dann irgendwie in die Richtung. Schauen wir mal, ob er es nimmt. Ja, das sieht schon mal nicht schlecht aus. Die Richtung passt. Und wir kümmern uns um den Grimme. So, wie viele Bahnen sind es da vorne? Das sind, ja, nehmen wir hier genau eine Bahn mit. Dann müssten wir vorne mit der angefangenen Bahn auf 5 kommen. Ja, ja, das scheint zu passen. Sehr gut. Sehr schön. So, dann schauen wir mal. Ah ja, diesmal klappt's. Diesmal kann er die Kurve fahren. Sehr gut. Dann werfen wir mal einen Blick in die Aufträge. Gucken, grubbern, 88%. Also der muss noch 2-3 Bahnen fahren auf jeden Fall. Ah, kurz mal an der Nase. So. Ja, da zeigt er jetzt auch an. Helfer H, 80%. So. Sehr gut. Er wartet. Dann schauen wir mal. 87, ja, das wird nicht ganz reichen. Da müssen wir dann, denke ich, zurücksetzen. So, das ist doch mal ein richtig tolles Bild. Hier mit zwei Selbstfahrern auf dem Feld unterwegs zur ganz, ganz großen Kartoffelernte. So, mal schauen, ob er jetzt bis zum Feldrand durchfährt oder ob er jetzt auch schon wieder hier wendet. Ja, okay. So. Dann werden wir das Land gleich anders machen mit dem Kollegen. Dann soll der nämlich hier den Feldrand abfahren. Aber jetzt tanken wir den erstmal ab. So. Sehr schön. Gut. So, er ist da. Und was macht der andere? Er ist am Abladen. Na, hervorragend, das klappt doch. Das heißt, dann sind wir jetzt bei Feld Nummer 1 bei 24%. So, Feld Nummer 8 ist 90% und 8% sind transportiert.
Sehr gut. So, er ist leer. So, nicht anecken. Dann fahren wir hier mal das Vorgewende. Ja, der andere fährt weg. Das passt. Sehr schön. Ja, ist natürlich klar. Also eine Kartoffelernte sowie auch eine Rübenernte ist dann schon ein bisschen eine zähe Geschichte. Muss man einfach so sagen. Das zieht sich immer. Und aber mit diesen Vollerntern geht es. Und da haben wir ja, glaube ich, schon 2,5 Meter Erntebreite. Also 5 Bahnen, das ist schon nicht schlecht. Ich glaube, bei den Rübenerntern, da gibt es noch ein bisschen mehr. So, dann wieder hoch. Aber das ist hier schon nicht verkehrt. So, und der hat auch einen schönen engen Wendekreis. Also hier kann man sehr gut fahren. So. Und mit 2 Erntern auf dem Feld geht es natürlich deutlich schneller. Und wenn man die Abfahrer eben losschicken kann, dann muss es nicht selber machen. Auch das klappt hervorragend. Ja, also dann wissen wir auf jeden Fall, dass der Bauermarkt prädestiniert ist für die Abfahrer. So, wie gesagt, das letzte Mal habe ich, oder vorletztes Mal habe ich schon erwähnt, dass wir ja beim Restaurant so ein kleines Problem haben, dass er da beim Rausfahren etwas zu spät einlenkt und dann eben die Gefahr besteht, dass er gegen das geparkte Auto an der Ausfahrt fährt. Und das müssen wir mal ein bisschen weiter beobachten, wenn es also um das automatische Abliefern unserer Helfer am Restaurant geht. So. Dann setzen wir hier wieder mal rum und einmal zurück. So. Gut, jetzt müssen wir ein bisschen aufpassen. Dass wir jetzt nicht mit unserem Kollegen da drüben kollidieren. Aber das sollte kein Problem sein. Wir könnten ja in der Zwischenzeit mal gucken. 81, ja, da könnte man eigentlich mit dem Abfahrer hin. Abtanken und den dann auf die Reise schicken. So, ah, da hinten ist auch schon der andere Abfahrer wieder da. Ja, also das klappt doch. Das funktioniert doch. So, ihn halten wir jetzt mal an. So. Sehr schön. So, hier nehmen wir den Assistenten raus, weil sonst kostet er uns ja nur Geld. Sehr gut, und ab die Post. So, dann schauen wir mal, was er jetzt gleich macht. Ich habe zwar jetzt ein bisschen Bedenken. So, das heißt, er ist ja programmiert. Job erstellen und starten. Dann schauen wir mal, wie er jetzt gleich fährt. Ob er mitten durchs Feld fährt oder... Ja, natürlich, klar. Wo möchte er hin? Oha. Na, ich gehe davon aus, er will jetzt rechts runter. Oh ja. Da müssen wir dann schon ein bisschen eingreifen. Gut. Also gut. Dann wieder Job erstellen und los geht's.
So, fährt er links oder rechts rum? Er fährt links rum. Naja, soll mir auch recht sein. Okay. So, wie weit ist er? Wir grubbern. Schauen wir mal. Mit dem Grubbern sind wir fast fertig. Dann können wir das gerade selber noch fertig machen. Und während die anderen beiden Kollegen ja immer noch kräftig hier Kartoffeln ernten, wir diesen Auftrag jetzt hier gleich zu Ende bringen, möchte ich mich nochmal bei euch recht herzlich bedanken für das positive Feedback, die Däumchen und natürlich an der Stelle auch wieder Servus sagen, unsere neuen Abonnenten hier auf dem Kanal. Freut mich, dass ihr mit dabei seid. So. Und Lohndienstleistung auf Feld Nummer 8 ist abgeschlossen. Das heißt, mit 5.504 abzüglich der Kosten für die Fahrzeuge haben wir 4.330 verdient. Wir schließen ab. Und damit darf ich mich recht herzlich hier bei euch bedanken fürs Zusehen. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen gefallen hier bei der Folge in unserem Projekt Neubartelshagen Big Farm, dass ihr mit dabei seid. Mich hat es gefreut, wenn ihr eingeschaltet habt. Und ich sage wie immer Tschüss, Ciao, Cheerio, bis zum nächsten Mal hier auf dem Kanal.